Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem allerersten Cyberpunk 2020 News Update. Ich möchte euch heute sämtliche Änderungen vom Patch 1.04 vortragen. Der Patch war satte 17 GB groß auf der PlayStation 4. Ich habe woanders noch gelesen, dass es sein kann, dass der auf der Xbox noch ein, zwei Tage länger dauern könnte, aber ich gehe mal davon aus, dass er mittlerweile Stand jetzt, wenn ihr das Video seht, schon draußen ist. Ansonsten ist er für PC und PlayStation 4 auf jeden Fall schon draußen. Habt ihr regelmäßig Bock auf Cyberpunk Content, keine Gameplays, sondern wirklich News-Update. Wenn es was Neues über dieses Spiel zu berichten gibt, seid ihr bei mir genau richtig. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten gibt es bei mir noch Apex Legends, News-Updates, COD-Stuff und so weiter. Und vor allen Dingen streame ich auf Twitch die gesamte Story und das wahrscheinlich nicht nur einmal. Ich werde wahrscheinlich alle Lebenswege auf Twitch durchgehen. Bin jetzt bei ungefähr 6-7 Spielstunden. Ich würde mich also freuen, wenn ihr Bock habt, da mal vorbeizuschauen. Ich verlinke euch natürlich meinen Twitch-Kanal und so weiter in der Videobeschreibung. Und ich starte jetzt einfach mal mit den wichtigsten Änderungen ganz am Anfang. Und zum Schluss lese ich euch sämtliche Quest-Patches vor. Und davon gibt es fast 20 verschiedene. Es gibt echt viele Fehler, die in sämtlichen Quests irgendwo behoben wurden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also los geht's. Wir fangen mit den interessantesten Sachen erstmal an. Gameplay-technisch, die Preview während des Craftings von Waffen wurde korrigiert. Grafische Korrekturen. Das plötzliche Auftauchen von Fahrzeugen wurde reduziert. Der Wechsel zwischen Ego-Perspektive und Third-Person-Perspektive, wenn wir in ein Auto steigen, erfolgt nun schneller. Fehler wurden behoben, bei denen Animationen wichtiger Quest-NPCs während cinematischen Sequenzen gefehlt haben. Performance und Stabilität. Die Stabilität des Spiels wurde verbessert, inklusive diverser Absturzgründe. Und ich muss sagen, ich bin in meinen Livestreams auch 2-3 Mal abgestürzt und habe mich gefragt, warum. Und auch viele meiner Zuschauer haben mir berichtet, dass sie öfter oder so oft abgestürzt sind, dass sie keinen Bock mehr auf das Spiel hatten, was ich völlig verstehen kann. Und ich hoffe, dass die Gründe dafür jetzt wirklich deutlich geringer sind. Sonstige Fehlerbehebungen. Der stark blinkende Effekt beim Braindance wurde überarbeitet, um das Risiko für epileptische Anfälle zu reduzieren. Der Effekt wurde weicher gemacht und sowohl in Frequenz als auch Stärke verringert. Zieht euch das mal rein. Ich meine, man bekommt immer, wenn man hier seine PlayStation anmacht, die Informationen, dass der ganze Spaß photosensive Epilepsie verursachen kann. Aber dass es tatsächlich Spiele gibt, die das so extrem provozieren, hätte ich nicht gedacht. Finde ich mega, mega krass. Weiter im Text, es wurden urheberrechtlich geschützte Songs entfernt, die fälschlicherweise weiterhin gespielt wurden, wenn die Option urheberrechtlich geschützte Musik abgeschaltet wurde. Und hier ist ganz wichtig die Information für alle Streamer, die auch auf YouTube, Twitch und so weiter dieses Spiel streamen. Passt auf, dass ihr diesen Button aktiviert, damit dieser Spaß nicht euch den Kanal versauen kann. Ihr könnt damit einen Bann verursachen. Ich habe meinen allerersten Twitch-Stream, da hatte ich alle Optionen an. Ich wusste oder ich habe es nicht mitbekommen, dass es so einen Modus gibt, aber Dummheit schützt vor Strafe nicht. Also passt da auf. Man kann auch Nacktheit ausstellen. Ganz wichtig. Ich habe aber in den, und das noch nebenbei bemerkt, ich habe in den Twitch-AGBs gelesen, jetzt mal unabhängig davon, dass man die Nacktheit in dem Spiel ausschalten kann, dass Nacktheit in Spielen erlaubt ist, wenn sie zum, sag ich mal, Hauptweg gehören und man nicht dran vorbeikommt. Wenn du natürlich in so einen Stripladen reingehst und dir eine Stunde lang Ärsche und Titten ansiehst, brauchst du natürlich nicht wundern, wenn du auf einmal einen Twitch-Bann oder, keine Ahnung, YouTube-Bann bekommst. Also passt da auf, im Zweifelsfall deaktiviert es einfach. Ich habe es für meinen zweiten Stream deaktiviert. Schauen wir mal, was da vielleicht noch kommen könnte. Aber das größte Problem soll tatsächlich die urheberrechtsgeschützte Musik sein. Die solltet ihr auf jeden Fall deaktivieren. PC-spezifische Korrekturen. Das Einstellen der Sprache auf Standard in den Spieleinstellungen setzt die Spielsprache nun korrekt auf die gewählte Sprache des Steam-Klienten. Konsolenspezifische Korrekturen. Die Qualität von Reflexionen auf Xbox One und PS4 wurden verbessert, um die teils schmutzigen Effekte zu entfernen. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Erfolg das wüste Land bei 97% stecken blieb, nachdem alle relevanten Missionen in den Badlands auf der Xbox absolviert wurden. Und jetzt gehe ich eine riesen Litanei an
Bugfixes durch, die sehr viele Quests betreffen. In der Mission Pressefreiheit wurde ein Fehler behoben, der das Abschließen der Quest verhinderte. Bei der Mission Live Doing Watertime wurde ein Fehler behoben, bei dem ein Gespräch mit Johnny nicht gestartet werden konnte. In der Mission Like Supreme konnte man bei den NPCs oder konnten die NPCs wie nicht mehr anrufen, während die Quest abgebrochen wurde. Ein Fehler mit Nix wurde behoben, bei dem er in Spellbound und Cold Mirage nicht mehr in seinen Standardstatus zurückgesetzt wurden konnte. Und verzeiht mir, falls ich vielleicht den ein oder anderen Orts- oder NPC-Namen falsch ausspreche. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles kennengelernt. Ich habe hier noch einiges nachzuholen. In der Mission I Fought the Lore ist ein Fehler aufgetreten, wenn man das Questgebiet verlassen hat. Es gibt sehr, sehr viele Fehler, wo man oder die erst auftreten, wenn man das Questgebiet verlässt. Das sollte man am besten mitten in einer Quest einfach gar nicht machen. Dann wurde ein Fehler behoben, bei dem Delamain in FS Trophy nicht gefunden werden konnte. Dann gibt es einen Fehler, der behoben wurde, der in der zweiten Phase der Quest auftritt, wenn der Kampf in Pacifica mit Ozob nach dem Finale gespielt wurde. Dann gab es noch einen Fehler, bei dem Nomaden in With a Little Help from My Friend Queen of the Highway nicht mehr anwesend waren, wenn wie während eines Gefechts das Questgebiet verlässt. Wieder ein Questgebiet-Problem. Kartenmarkierungen sowie die Questverfolgung während Map Tan Pelen I Walk the Lion Transmission wurden korrigiert. Bewegungseinschränkungen während Violence wurden behoben, die auftraten, wenn keine der nötigen Konditionen erfüllt wurden. Probleme mit Zeit und Raum wurden behoben, die auftraten, wenn das Questgebiet während Following the River verlassen wurde. Dann gab es einen Fehler in der Mission Tapeworm, bei der das Gespräch mit Johnny nicht startete, wenn das Hotel verlassen wurde. Dann wurde ein Fehler behoben, der bei dem Questfortschritt in Following the River blockiert wurde, wenn man das Questgebiet vor Erklettern des Hügels verlässt. Also Hügel nicht verlassen. Dann gab es ein Problem, da wurde eine Questbedingung nicht erfüllt, wenn man den Raum Automatic Love zu schnell betreten hat. Sollte auch behoben sein. Dann gibt es noch ein Problem, der Ripper Dock wurde behoben. Oder ein Problem mit dem Ripper Dock wurde behoben, durch die Jackie nicht still sitzen konnte. Und noch eine Menge anderer Quest-Geschichten. Das wird hier aber nicht näher aufgeführt. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr langweilig runtergeleiert. Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback in dem Video, da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Wie gesagt, habt ihr Bock auf regelmäßigen Cyberpunk-Content in Sachen News-Updates? Wenn es mal wieder ein Patch gibt, seid ihr bei mir genau richtig, dann werde ich euch auf jeden Fall so schnell wie möglich in einem Video alles zusammenfassen. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.